Ja, wer mich kennt oder mit mir zusammen angelt, der weiß, dass ich ziemlich auf Multirigs hängen geblieben bin. Angefangen hat das Ganze ja mit dem Multirig, also dem Vorfahrt, das man auch für Pop-Ups hauptsächlich verwendet. Und ich kenne bis heute eigentlich keins, mit dem ich mehr große Karpfen gefangen habe und das ich fürs Angeln mit Pop-Ups effektiver und besser finde. Es gibt viele Gründe dafür, die habe ich auch schon alle ziemlich ausführlich erläutert in der Masterclass, die wir zu dem Thema gemacht haben. Das Multirig habe ich für mich entdeckt, weil ich ein gutes Pop-Up-Rig gesucht habe, das sich auch für richtig große Fische in schwierigen Situationen eignet. Aber einer der Hauptvorteile für mich ist ganz einfach, dass ich den Haken ganz einfach einschlaufen kann und insofern mit einem gebundenen Vorfach im Grunde eine ganze Saison durchangeln kann, wenn es mir nicht irgendwie auf andere Art und Weise verschleißt. Ich muss nur den Haken tauschen. Und seit ich aufs Multirig mit Pop-Ups gestoßen bin, habe ich immer nach effektiven Lösungen gesucht, um halt auch mit Bodenködern, Waftern oder was auch immer mit Multirigs angeln zu können. Also diese Vorteile des Schnellwechselns und des Materialeinsparens auch mit anderen Ködern nutzen zu können. Und mittlerweile habe ich einen ganzen Schwung an Vorfächern im Repertoire, die echt mega effektiv sind, im Grunde super einfach zu binden sind und die am Ende des Tages erstens Zeit und zweitens Geld sparen, weil Zeit insofern, du musst kein neues Vorfach binden, du hast eins, du musst nur den Haken auswechseln, gegebenenfalls den Köder, und Geld, weil du musst halt auch nicht haufenweise Vorfachmaterial verschleißen. Nein, du wechselst nur den Haken aus. Und gerade in Zeiten, wo man viel mit extrem scharfen Haken angelt, wie zum Beispiel Kamakuras, ist das natürlich auch ein super, super großer Vorteil. Okay, ich möchte euch mal durch mein Repertoire an Multirigs durchführen und fange an mit der wahrscheinlich einfachsten Variante, die auch am leichtesten zu binden ist. Und die binde ich hier zum Beispiel mit einem Dark Matter Coated. Das bietet sich aber auch zum Beispiel ein KMO-Vorfachmaterial an. Beim KMO ist es so, das KMO ist deutlich geschmeidiger und weicher, es verwickelt sich also auch schon mal eher im Flug. Das kann passieren, zum Beispiel, wenn man das Ganze mit LEDCore an einem Helikoptersystem verwendet. Beim Dark Matter Coated passiert das nicht. Das Zeug ist deutlich steifer, da verwende ich die 25 Pfund Variante. Alles klar, was ich jetzt mache ist, ich entferne einen guten Teil von der Beschichtung, so dass ich eine schöne Schlaufe legen kann. Und dann lege ich in diese Schlaufe einen ganz normalen 8er Schlaufenknoten. Das Wichtige dabei ist nur, dass der Knoten in der Beschichtung geknotet wird, dass er sich dort zusammenzieht. Dadurch haben wir den Knoten als Ende der Beschichtung gesetzt und die Schlaufe dient uns dazu, den Haken mit allem, was dazu gehört, einzuschlaufen, ähnlich wie beim Multirig. Jetzt hört es sich kompliziert an, ist aber am Ende ganz einfach. Was ich hier mache ist, ich baue mir einen Slip D-Rig. Das heißt, ich führe diese Schlaufe von unten durchs Öhr meines Hakens und fädle dann ein Micro-Rig Rings Wirbel auf. Es ging auch ein Rig Ring, ich habe aber bessere Erfahrungen mit diesem kleinen Wirbel gemacht und führe dann die Schlaufe auf der anderen Seite wieder um die Hakenspitze. Und das Ganze fixiere ich entweder mit Shrink Tube oder mit einem Kicker. Und der Kicker hält das Ganze super in Position. Ich kann ihn nur noch zurechtstutzen und ihn so auf meine Hakengröße anpassen. Zum Beispiel ein Medium-Kicker in kompletter Form für einen 4er Wide Gap X beispielsweise. Hier in dem Fall habe ich einen 6er Wide Gap X genommen und dafür habe ich einen Medium-Kicker einfach gestutzt. Und das Ganze sieht sehr harmonisch aus und funktioniert auch richtig gut. Worauf ich dabei noch achte, wenn man sich das hier so anguckt, ich halte das weiche Stück, also den Kombi-Rig-Part in dem Sinne, relativ kurz. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass so ein Vorfach deutlich effektiver funktioniert, wenn der Fisch, nachdem er den Köder aufgenommen hat, auch relativ schnell wieder auf steifes Material ausbläst und stößt. Jetzt ist es so, im Grunde ergeben die Bilder schon, wie effektiv dieses Rig aufgebaut ist. Der Ring gleitet hier oben wie bei einem D, einfach auf dieser Schlaufe aus Vorfachmaterial. Das Ganze ist perfekt am Haken fixiert und festgehalten durch diesen Kicker. Und für den Fall, dass ich dann einen Biss bekomme, zieht sich alles erst dann zu. Das passiert niemals beim Wurf und das ist auch wichtig zu sagen, um das hier vorzumachen, es zieht sich alles schön zu. Der Haken verankert sich schön im Maul, der Köder ist nicht mehr im Weg, das Ganze funktioniert richtig, richtig geil. Warum passiert das Ganze nicht im Wurf? Da habe ich immer wieder Feedback zu bekommen mit Blick auf das Multirig für Pop-Ups. Das zieht sich doch zu, die Schlaufe im Wurf. Kann ja gar nicht passieren, weil physikalisch wirkt die Kraft ja schließlich auf den Punkt hier am Ende, also auf den Köder. Der Köder wird gezogen, aber nicht zugezogen. Die Kraft müsste ja auf den Haken wirken oder keine Ahnung. Also es ist einfach rein physikalisch überhaupt nicht möglich, dass sich hier irgendwas zuzieht. Das passiert erst dann, wenn man das Ganze einholt und beim Einholen irgendwo ein Kraut hängen bleibt oder mit dem Ast in Kontakt kommt oder so. Die Hakenspitze wird davon festgehalten, man zieht dagegen und erst dadurch wird das Ganze zugezogen.
Mega effektiv, eine sehr, sehr gute Montage. Und jetzt schon mal für alle anderen, die ich euch hier noch zeigen möchte. Die ist echt richtig klasse für kleine Köder. Dafür setze ich die sehr, sehr gerne ein. Also zum Beispiel hier habe ich als Beispiel mal einen 15er Boilie angeschnitten mit einem Stückchen von einem 12er Pop-Up. Das ist für mich wirklich prädestiniert für diese Form von Rig. Hier passt auch der Abstand richtig geil zwischen dem Köder und dem Hakenbogen. Und ja, mit dem Rig habe ich sehr, sehr viele Fische gehakt. Aber ich kann mich an sehr, sehr wenige Aussteiger erinnern. Okay, kommen wir mal zu der Variante davon, die etwas komplexer ist, aber die sich richtig geil für sehr kleine, also sehr leichte Köder eignet. Der Grund dafür ist eigentlich ziemlich naheliegend. Wenn du mit schweren Ködern wirfst, dann trennt sich natürlich der Köder am Vorfach vom Blei deutlich effektiver im Flug. Es kommt also seltener zur Verwicklung. Wenn du hingegen mit sehr leichten Ködern wirfst, dann kann man das schon mal ganz gut beobachten, gerade mit Leadcore-Leadern, wo das halt wirklich so richtig, ja, wie ein Helikopter eben drumherum rotiert. Das Ganze legt sich sehr, sehr nah an das Leadcore und es kommt deutlich häufiger zur Verwicklung. Man muss also sehr steifes Vorfachmaterial verwenden. Hier in dem Falle habe ich meinen Multi-Kombi-Rig, so nenne ich das mal, aufgebaut aus zwei Vorfachmaterialien. Zum einen verwende ich Boom, was viele von euch sicherlich schon vom Spinnery kennen. Und zum anderen verwende ich ein geflochtenes Material. In dem Falle hier ist das der Kern von Dark Matter Coated, einfach weil es ja, sich sehr, sehr gut, es ist sehr dünn für den 25er Durchmesser und lässt sich sehr, sehr gut durch das Öhr von einem White Gap Haken fädeln. Deshalb genauso gut eignet sich aber auch Armor Cord in 30 Pfund oder andere Braids eignen sich auch sehr, sehr gut. Das Ganze habe ich mit einem Albright-Knoten verbunden. Oben ist alles genauso aufgebaut, wie ich es vorher beschrieben habe. Ich möchte euch aber mal kurz durch dieses Rig durchführen, wie ich das überhaupt mache. Es ist im Grunde wirklich sehr simpel. Wenn man es einmal raus hat, ist es kinderleicht. Am Ende wird dieses Boom-Material ganz einfach gecrimpt. Ähnlich wie beim Spinner-Rig oder anderen Vorfächern dieser Art nutze ich das hier, 25 Pfund Boom mit einem Crimp Größe S. Fertig ist es. Auf der anderen Seite lege ich in dieses Vorfachmaterial im Grunde eine Schlaufe ohne Knoten. Also ich lege es einfach doppelt und fixiere das. Was ich dann mache ist, ich schneide mir ein Stückchen von dem geflochtenen Material ab und lege auch das doppelt. Die Schlaufe lasse ich zur linken Seite, von hier aus gesehen zur linken Seite austreten. Die zwei Enden fädle ich dann von unten durch die hier entstandene Schlaufe hindurch und lege sie dann mit, ja, je nachdem wie viel Vorfachmaterial ich gerade da habe, aber ich sag mal mindestens 8 Wicklungen in die eine Richtung, also beide Enden 8-mal drumherum und auf der anderen Seite 2 bis 3-mal wieder zurück. Und dann fädle ich das Ganze genau auf der Seite, wo es eingetreten ist, auch wieder hindurch. Und benässe das ein bisschen, ziehe das Ganze effektiv zu und cutte an dem Boom auf der Seite, wo es noch übersteht, genau das überstehende Ende. Was habe ich dann? Ich habe durch einen ultrastabilen Knoten fixiertes, doppelt gelegtes, geflochtenes Material als Schlaufe, das aus dem Vorfachmaterial austritt. Das Ganze ist also super solide und ich kann auch hier ganz einfach meinen Haken einschlaufen, vorher einen Kicker auffädeln, meinen Mini-Rig Ring Swivel auffädeln und die Schlaufe auf der anderen Seite wieder über den Haken legen. Und damit habe ich jetzt neulich zum Beispiel auf eine Distanz von über 100 Meter mit Leadcore-Systemen und sehr, sehr kleinen, leichten Ködern geangelt. Ich hatte nicht eine Verwicklung und die Fische waren wirklich alle Bombe gehakt. Gerade in Verbindung mit einem White Gap X in Größe 6 ist das ein richtig geiles Vorfach für solche Angelsituationen. Funktioniert erstklassig. Funktioniert auch sehr, sehr gut mit ausbalancierten Ködern wie hier. Da habe ich zum Beispiel eine kleine Tigernuss genommen mit einem kleinen Fake Food, einem pinken. Perfekt so. Alles klar, kommen wir zur erstmal letzten Variante, die ich zeigen möchte. Und das ist eine Kombination aus einem eingeschlauften Haken, ja, mit einem German Rig Style. Erstmal zum German Rig. Das kennen wahrscheinlich sehr viele von euch schon. Beim German Rig hast du einen Ringwirbel oder eben auch einen Ring, der auf dem Haken gleiten kann. Das Ganze wird gestoppt durch einen Hookbeat und an diesem Ringwirbel oder Ring fixierst du eben Köder. In dem Fall hier ein sehr kleiner Wafter, 12 mm Essential Cell Wafter. Und dieses German Rig kann man aus verschiedenen Materialien binden. Normalerweise wird es mit einem knotenlosen Knoten aufgebaut, aber hey, warum nicht das Ganze auch einfach einschlaufen? Das heißt, ich habe es hier wieder genauso gemacht wie eben beschrieben. Das ist ein Dark Matter Coated Material. Ich habe wieder oben mit einem 8er Schlaufenknoten eine Schlaufe gebunden. Bei dieser Schlaufe ist das Material aber komplett von der Beschichtung befreit, ebenfalls, wie ich es eben schon beschrieben habe. Und der Knoten sitzt auch wieder genau am Anfang von der Beschichtung. Worauf ich aber achte, ist, ich binde diese Schlaufe noch ein gutes Stückchen kürzer, als wenn ich es als Slip D aufbaue. Und ich fädle mir dann erstmal einen Kicker auf und schlaufe dann den Haken als nächstes ein und ziehe diese Schlaufe auch komplett zu nach unten hin. Und dann kommt der Kicker in Position, dann kommt mein Mini-Rig Ring Swivel hier drauf, dann kommt ein Hookbeat drauf,
Ich ködere an und was habe ich? Ein richtig geiles Kombi-Rig, bei dem ich den Haken problemlos wieder austauschen kann. Natürlich muss ich dann auch hier diese Komponenten wie das Hookbait wieder austauschen, aber hey, das geht letztlich doch viel, viel schneller, als ein komplett neues Vorfach aufzubauen. Alles klar, damit habe ich einen ganzen Schwung richtig cooler Präsentationen, die sich für viele Situationen eignen. Am besten natürlich für kleine Köder, aber die mir vor allen Dingen erlauben, den Haken sehr, sehr schnell auszutauschen und mit einem Vorfach sehr, sehr viele Fische zu fangen.